So, und nun herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Mann, habe ich mich gefreut auf dieses Spiel. Wer schon von mir Let's Plays gesehen hat, der weiß ganz genau, Far Cry 3 hat er gezockt und bekloppt da. Ja, inzwischen schon auf unserem, nicht alten Kanal, sondern uralten Kanal, ne? Wo er noch hieß Forum for Player. Und ich da komplett Far Cry 3 durchgespielt habe. Ne? So, ja. Wir wollen natürlich klar die Kampagne spielen. Season Pass habe ich jetzt nicht. Ich will jetzt aber erstmal hier ein paar Einstellungen vorne weg machen. Ne? Erstmal hier Bewaffnungen. Ja, die brauchen wir nicht. Hier erstmal Gamepad. Mit Gamepad kann ich solche Spiele nicht spielen, muss ich ja mal von vornherein sagen. Ich werde als erstes mal hier diese Audio ausschalten. Weil ihr wisst selbst, dass das nicht so toll ist, wenn man dann wieder einen Treffer bekommt. So, ich werde die Musik mal ganz runterstellen. Und die Grafik will ich natürlich ein bisschen hier tunen. Ne? Bildformat automatisch, Vollbild, V-Sync aus, Grafikqualität hoch. Gibt's noch sehr hoch? Ja, sehr hoch gibt's. Qualitätseinstellungen. Ja. So. Ja, das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Das können wir gerade mal so lassen. Erweiterte Einstellungen, Dreifachpuffer, weiß ich nicht. Ja, ist eigentlich von der Dings eigentlich ganz gut eingestellt. So, dann kommen wir wieder zurück. Und wir wollen jetzt quasi das neue Spiel beginnen. Wir machen das Ganze einfach oder normal. Schwer will ich auf jeden Fall nicht machen, weil ich will es ja noch in Ruhe kommentieren. Meine erfahrene Spieler. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn beim letzten Mal gehabt? Ich glaube, ich habe auch. Macht den anderen scharfen Punkt der Scharfschützenbestellung. Die Map herausfahren, wie sie Monat lautet. Außenposten. Ja, ich nehme normal. Starte im Koop zu spielen. Nein, ich will offline spielen. Kyrat. Aha. De Bleur, Paul Harmon. So, wir haben jetzt jede Menge Infos, die wir hier durchlesen können. Stark bewacht Elite Außenposten. Eieiei. Eltern wurden bei der gemeinsamen Razzia von Interpol. Bla bla. Ja, gut. Takedown, klar, kennen wir aus Far Cry 3. Wer natürlich Interesse hat an meinen Far Cry 3 Folgen, der kann sie immer noch anschauen unter Forum for Player, die, ja, nee, Quatsch, Blödsinn. Ah ja, mein Sohn. Ich habe einen letzten Wunsch. Bring mir mich zurück nach Lakshmana. Ubisoft Presents. Ein Ubisoft Montreal Production. Ja, diese Szenen kennen wir aus dem Trailer. Wer die gesehen hat. Mich reden.
ist los? Da hat er. Partnerbot. Partner. Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle? Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins. Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell... Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen. Alle! Should I stay or should I go? Jo, geht aus dem Intro, trotzdem, gleich. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich, irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dipleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Ich bin natürlich Pagan Min. Du
erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter, hey. Andererseits, sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hm. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein. Es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los! Na los! Schrei um Hilfe! Schrei um Hilfe! Hilfe! Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe! Hilfe! Du musst es glauben! Hilfe! Hilfe! Nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terrorist, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Dibble ist anwesend. Checkpoint! Ja, wir dürfen jetzt endlich mal ins Spiel eingreifen und ja. Hawks Mission wird nach Abschluss der Mission Bergpredigt verfügbar sein. Ja, das ist das DLC, was es mit dazu gab in der Limited Edition, die ich mir geholt habe. Ja. Wollen wir mal gucken, können wir das Geld aufnehmen? Geld? Nein? Okay. Erkunde plus Anwesen. Ja. So. Es hängt noch ein bisschen in der Steuerung, finde ich. Hier ist eine Buddha-Figur. Was zum Teufel? Es hängt die Steuerung. Ah ja, mit WSD kannst du dich bewegen. Ja, das weiß ich ja schon. Ist ja bei jedem Teil ähnlich. Ah, was haben wir hier? E. Ah. RA-Memo. Verstärkte Aktivitäten des Goldenen Pfades. Wir vermelden einen Anstieg in den Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Gegend um Vanapur. Wir haben als Reaktion auf die abgeschwungenen Waffen und Nachschublieferungen, die vermutlich für den Goldenen Pfad bestimmt waren, unsere Präsenz in allen Standorten entlang der Südgrenze verstärken. Alle Konvois und Patrouillen sollten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden und auf terroristische Aktionen gefasst werden. Sergeant Misra. Sehr schön. Jetzt haben wir das hier durchgelesen. Jetzt wollen wir mal schauen, können wir hier durch die Türe durchgehen. Irgendwie die... Ich muss an der Steuerung noch ein bisschen arbeiten. Die gefällt mir noch nicht so ganz. Die läuft noch nicht ganz flüssig. Aber gut. Ich habe ja auch gehört... dass... Selbsthilfebuch und 8400 super,
Na, jetzt hat man Inventar. Nein. Ah. Ja, ich habe gehört, dass jetzt hier zu dem Release ziemlich viel auch die Beutetasche. Nein, ich will es nicht wegwerfen. Gebrauchtes Exemplar von Dr. Phil Fletchers, entfessen Sie Ihr Potenzial, machen Sie das Beste aus sich. Okay, lesen kann ich das wohl nicht. Wieso gehen wir dauernd? Nein, ich. Was? Okay, das ist die Notiz. König Minz Kyrat. Verlorene Briefe, bla bla bla. Tagebücher. Okay, ja. Zurück zum Thema. Es soll ein bisschen Performance-Einschränkungen haben, das Ganze. Das wohl auch daran liegen soll, dass. Jetzt wollen wir mal hier runterschauen. Ja, die Grafik ist ja ein bisschen. Ah, da kriegt man einen Teaser, so wie ich das gerade mitgekriegt habe. Gut. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt mal bei der nächsten Folge hier meinen Xbox-Controller hier erstmal entfernen, weil das soll wohl mit damit zusammenhängen. Und ich hoffe, dass dann schnell der Patch kommt. Und bevor ich jetzt hier weitermache, werde ich auch in dieser Sekunde den Cut machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Projekt. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Abonniert uns, wenn ihr mehr sehen wollt. Far Cry 4, jeden Tag wird jetzt wohl eine Folge kommen. Aber auf jeden Fall mindestens viermal in der Woche auf jeden Fall eine Folge, der Rest mit den anderen Projekten. Also, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Euer Exeblei von Wir spielen es. Ciao.